wie ist das für Sie, wenn, also ich weiß zum Beispiel von anderen Schauspielern, dass es immer sehr komisch ist, wenn sie sich in einem Film selber sehen, aber hier sehen Sie sich ja als, also ist das ein Porträt über Sie, wie ist das jetzt für Sie, wenn Sie sich da auf der Leinwand sehen? Ich kann mich super angucken in dem Film, weil ich nämlich auch immer dieses Bewusstsein habe von mir. Also ich habe mich ja da auch bewusst abfilmen lassen. Es gibt Momente, wenn meine Tochter sich selber filmt und ich sitze im Hintergrund und esse, das sind echt schlimme Momente. Also das will ich niemals zeigen. Niemals. Also wenn ich wirklich unbeobachtet gefilmt werde, das ist so wie der Moment, wenn man ein Foto machen will und dann ist noch so dieser Selfie-Modus an und man sieht sich so von unten oder so. Das ist halt immer wie ein Schlag ins Gesicht. So möchte ich auch nicht hier auf der Leinwand erscheinen. Also ich habe mich da schon auch, apropos Schokoladenseite, weil es war auch interessant, dann haben manche geschrieben, so, ja, am Anfang hätte ich gesagt, welche meine bessere Seite ist, und der Rainer Holzimmer hätte mich dann auch brav von der Seite abgefilmt die ganze Zeit. Es stimmt gar nicht, ich habe mich halt immer so hingesetzt. Ich achte da einfach drauf. Ist mir wichtig. Es muss auch nicht so weit gehen, dass man irgendwie sagt, es ist einem völlig egal, wie man wirkt. Also mir ist es halt gar nicht egal, wie ich wirke. Das ist das Gleiche wie mit dem Visier. Also, und wenn wir mal ganz ehrlich sind, und das ist auch, finde ich, eine wichtige Botschaft an dem Film. Das ist ein Phänomen, was mir oft begegnet, dass so, wenn ich was problematisiere auf einer Theaterbühne, also wenn ich zum Beispiel einen Narzissten spiele in Peer Gynt, dann sitzen die Zuschauer oft da und schaffen es nicht, diese Transferleistung zu erbringen, dass sie gemeint sind. Nur weil ich mich ja selber zur Disposition stelle. Aber ich denke immer, ich muss mich immer als Teil des Problems zeigen. Aber es geht nicht um was Singuläres. Es ist genauso wie beim Jedermann. Wenn ich als Jedermann auf die Bühne gehe, möchte ich sozusagen was Gesellschaftliches zeigen und mich dann auch mal nicht ausnehmen. Und bei der Eitelkeit ist es genauso, wenn wir mal ganz ehrlich, wer von uns schafft es, morgens so in den Spiegel zu gucken, wie er aussieht? Also da ist man sogar alleine. Und dann macht man trotzdem irgendwie ein Gesicht oder stellt sich so hin, dass es noch einigermaßen okay ist. Aber wer schafft es schon? Und das versuche ich zu thematisieren. Also darum geht es in so einer Dokumentation, einfach so Phänomene aufzudecken. Auch wenn es jetzt zum Beispiel ums Gewinnen geht, ja. Und oft lacht man ja auch, wenn man sich da wiedererkennt oder was weiß ich. Also ist ja viel zu einfach zu sagen, ach guck mal, so ein ganz ehrgeiziger Mensch und so, ja. Ich meine, wir dürfen uns nichts vormachen, wir leben einfach in einer Kultur, die eigentlich nur für Sieger gemacht ist. Dabei sind die Sieger in der absoluten Minderheit. Also und das vergessen wir auch so oft, die Sieger tragen ja schon den Sieg davon. Also ich meine, wie diese ganzen Preisverleihungen strukturiert sind, da kriegt der Schauspieler, der im Jahr am meisten gearbeitet hat und eine ganz tolle Rolle, ganz toll gespielt hat, auch noch ein Preisgeld. Das ist doch völlig absurd. Also wie viel Sachen ich geschenkt bekomme. Also ich weiß natürlich, spätestens nach der Dokumentation Social Dilemma, if you don't pay for the product, you are the product. Okay, aber es ist so offensichtlich, wo diese Schere herkommt, und es ist so offensichtlich, wo diese Ungerechtigkeit herkommt. Und ich habe mal das Gefühl, wir schauen dem so sehenden Auges entgegen, und warum haben wir so wenig Impulse dagegen, was zu unternehmen? Also wie schaffen wir das eigentlich, jeden Morgen aufzustehen und uns ins Gesicht zu gucken, in den Spiegel zu gucken? Und wahrscheinlich rührt es genau daher, das Phänomen, dass wir es halt genau nicht können. Und dass wir halt nicht uns angucken können, sondern irgendwie eine Fratze machen oder so, um uns zu schützen.